Hallo, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat März. Dieser war relativ durchschnittlich, habe 3 Bücher geschafft, weil ich einfach auch viele größere Projekte, wie jetzt Nietzsche und die Richard Dawkins Biografie, die mich einfach verfolgt. Ich werde sie einfach nicht los, ist fies gesagt, weil sie wirklich amüsant ist und gut zu lesen, aber es ist einfach unglaublich viel und es ist anspruchsvoll, man kann es nicht einfach so wegschmökern. Und das hat mich alles so ein bisschen aufgehalten im März, beziehungsweise nach hinten geworfen, genauso wie 2 Rezensionsexemplare. Die haben mich natürlich nicht nach hinten geworfen, aber die haben halt auch dafür gesorgt, dass ich mit mehr Aufmerksamkeit gelesen habe und deswegen einfach auch nicht so viel, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde 3 Bücher, das ist okay, da kann ich gut mit leben. Es gibt halt einfach Monate, wo man beschäftigter ist und welche, wo man mehr Zeit hat. So, unter anderem las ich von Frank Bär die Magermilchbande. Dazu gibt es eine Rezension, die verlinke ich euch in meiner Videobeschreibung. Das war nämlich das Rezensionsexemplar, das mir die Random House Verlagsgruppe zur Verfügung gestellt hat. Und dieses Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Die Rezension dazu könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Dann las ich von Pascal Mercier Lea. Das ist ein wirklich interessantes Buch gewesen. Und zwar geht es um ein 8-jähriges Mädchen, das ihre Mutter verlor, also die ist verstorben. Und sie hat ihre ganz eigene Art, mit diesem Tod umzugehen. Und zwar flüchtet sie sich in das Geigenspiel. Sie erlernt das und sie erlernt das unglaublich gut. Und der Vater unterstützt das anfangs auch, weil er natürlich genauso hilflos und in Trauer ist wie Lea. Das nimmt aber ungeahnte Ausmaße an. Also das hat eine eigene Dynamik, die sich da abspielt durch dieses Geigenspiel im Grunde, ohne zu viel zu verraten. Also es geht unglaublich tief in die Psyche. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Buch, fand ich. Ich hatte beim Lesen wirklich ganz große Empfindungen auch. Also man kommt nicht sofort dahinter. Die Erzählperspektive ist auch wirklich interessant. Der Vater erzählt das einem Fremden und dieser Fremde erzählt die Geschichte. So liest sich das dann. Und diese Perspektive ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde, man merkt einfach, wie psychologisch bewandert und natürlich auch wie philosophisch Pascal Mercier alias, also er heißt ja eigentlich Peter Bieri, hier ist. Ich habe bis jetzt alle seine Bücher mit 4 bis 5 Sternen bewertet und auch dieses hier hat von mir 5 Sterne bekommen. Es ist unglaublich gut. Es hat mir wirklich, wirklich gefallen. Es ist keine leichte Geschichte, es ist keine fröhliche Geschichte, aber definitiv eine ganz besondere Geschichte, die ich jedem ans Herz lesen würde. Das ist auch schön, die ich jedem ans Herz legen würde. Es ist auch nicht so besonders dick. Also, jetzt streiten sich die Katzen. Das kann man mal machen. So, und dann las ich zu guter Letzt von Seruya Chalef Für den Rest des Lebens in dieser wunderschönen Hardcover-Ausgabe. So etwas habe ich tatsächlich noch nie gelesen. Also das war, ja, wie war das? Das war erschütternd. Also ich musste wirklich, ich habe glaube ich 3 Tage gebraucht, um zu wissen, wie ich das bewerte. Und zwar schwankte ich zwischen 3 und 4 Sternen, weil es einfach, es ist so auf eine ganz besondere Art und Weise geschrieben, man kommt nicht so leicht rein, also mir fiel es zumindest schwer. Es ist ziemlich tiefgründig, also es gibt halt so wirklich verstörende Momente, wo Menschen reagieren, wie man sich das selber einfach überhaupt nicht vorgestellt hätte. Es macht dann in der Retrospektive Sinn, also man weiß da, das wird aufgelöst, man weiß dann, warum die Personen das tun, aber es ist dennoch ja, verstörend. Also, ich weiß nicht, es war halt teilweise so, dass ich wirklich mit einem Stirnrunzeln die Seiten dann umgeblättert habe. Es war auf jeden Fall interessant, es war auch spannend. Also, sie hat einen ganz intensiven und tollen Erzählstil. Also, ich weiß, warum sie so beliebt ist und warum ihre Bücher auch so gut bewertet werden. Und ich habe mir auch weitere von ihr gekauft, einfach um zu wissen, ob das jetzt der Geschichte geschuldet war oder ob sie generell so schreibt. Das möchte ich auf jeden Fall noch rausbekommen. Es geht um Endlichkeit, um ein sich nicht lossagen können von Situationen, die man sich in seinem Leben gebracht hat. Damit einhergehend dann Frust und Wut. Also es ist so eine Geschichte, die sich über 4 Generationen zieht, wo halt die Mutter schon ziemlich alt ist und auch
krank und die Tochter in ihrem Leben festgefangen ist, der Sohn in seinem Leben festgefangen und auch festgefahren ist. Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Also es geht eigentlich nur um den Verlauf dieser Lebensgeschichten und was da so an Wendungen passiert. Also es sind so kritische Punkte, an denen sie ansetzt im Leben. Das ist der kritische Punkt einer Mutter, wo die Tochter jetzt in ein Alter kommt, also in die Pubertät kommt, wo sie nicht mehr so viel betütelt werden muss, wo sie nicht mehr so viel Zuwendung braucht und was denn der Mutter das Gefühl gibt, einfach nicht mehr gebraucht zu werden. So, das ist ja in vielen Leben von Müttern einfach auch eine schwerwiegende Zeit. Und die Frau in diesem Buch geht halt ganz besonders damit um. Ihr Mann ist dann auch involviert, klar. Sie hat dann halt eine ganz eigene Idee, wie sie dieses ihr eigenes Dilemma da auflösen möchte, weil ihr Mann leidet da nicht so sehr drunter wie sie. Der Sohn der Ursprungsfrau, von der man liest, ist eigentlich auch recht erfolgreich, also beruflich, aber seine Ehe scheitert irgendwie und ich will nicht zu viel verraten. Also es ist einfach aus dem Leben gegriffen, aber doch so ganz anders. Also das hilft euch jetzt wahrscheinlich gar nicht. Also man muss es einfach lesen. Ich kann es wirklich nicht so gut beschreiben. Ich bin froh, dass ich es nicht als Rezensionsexemplar angefragt habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich Probleme gehabt, die richtigen Worte zu finden. Es ist relativ dick. Ich habe auch relativ lange gebraucht. Ich glaube 2 Wochen bestimmt. Einfach weil es da waren so viele Punkte, wo man selber drüber nachdenkt. Das bringt einen auch so ein bisschen an seine eigenen Sorgen. Also die halt so jeder hat. Was passiert eigentlich mit mir in 20 Jahren? Oder wo möchte ich hin? Oder ist diese Entscheidung, die ich heute treffe, für mich in 10 Jahren immer noch tragbar? Das sind so Sachen, die mir so durch den Kopf gingen, als ich das las. Also ich finde, es ist ein gelungenes Buch. Es macht auch so Abstecher in die Fantasie- und Traumwelt der Figuren hier drin. Das fand ich auch besonders interessant, weil manchmal musste man für sich selber überlegen, ist das jetzt Traum oder ist das Realität? Ist es Erinnerung oder hat sie sich das zusammengesponnen? Also wirklich interessant. Doch, es ist interessant. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Eine tolle Autorin. Ja, das war mein Lesemonat März. Der April wird wahrscheinlich nicht viel voller, obwohl ich da interessante Leserunden habe. Und auch noch ein tolles Rezensionsexemplar, von dem ich hoffe, es ist nämlich über 900 Seiten stark, von dem ich einfach hoffe, dass ich es im April noch fertig lese. Ja, und alles andere bleibt offen. So, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran, dass euch das interessiert hat. Vielleicht sind die Bücher was für euch. Lasst mir das doch in den Kommentaren da. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen darüber austauschen, wenn euch jetzt was gefehlt hat an meinen Ausführungen. Und ansonsten genießt den Frühling. Macht's gut. Tschüss.